Kraft aus den fünf Elementen. Wasser. Ah, ist das viel Wasser. Kauf den BMW, haben sie gesagt. Feuer. Rost. Rust. Power! Geformt von Zeit und Leidenschaft. So, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im letzten Video haben wir fertig foliert und den Kopf abgenommen. Ja, ich konnte ihn nicht alleine, so wie Gina, aus dem Motorraum heben. Ist nun mal ein harter Job und nicht zu weicher. Ja, ich bin ein Schwächling, freut euch. Du hast schon gezuckt mit der Hand, ne? Das habe ich doch gesehen. Hallo. Hallo, Eiko. Ich mach Kameramann. Wir müssen unseren Kopf reinigen, damit wir unser Haarlineal ansetzen können. Hier und hier. Ob er geplant werden muss oder nicht, ihr habt richtig in die Kommentare geschrieben. Wenn wir ihn zum Plan geben, vergrößern wir die Kompression. Nee, verringern. Doch, vergrößern. Wir nehmen was ab und dann wird der Druck höher. So, ich habe jetzt hier an dieser Ecke schon angefangen mit diesem Ceranfeldgerät. Die alten, guck mal, man hebelt hier so ein bisschen unter vorsichtig und kann dann so die Dichtung ablösen. Und dann habe ich die Silikonspuren, die hier überall sind, mit diesem Schleifklotz dann so vorsichtig abgestimmt. Mhm. Ne? Bloß kein Material. Bloß vielleicht kein ist er ja gerade und du kannst ihn einfach wieder raufklotzen. Genau, das wäre jetzt der Best Case, wenn wir den jetzt einmal sauber gemacht haben, geguckt haben mit dem Haarlineal und der Fühlerlehre, dass wir den einfach wieder verbauen können. Das wäre natürlich das wär wunderschön, ja. Big Baba Bubu Premium. Und damit wir den Kanal so wie bisher weiterführen können, geht es kurz in die Werbung. Lass mal hier die Werbung durchlaufen, never skip. Phil, was ist jetzt los? Und wir stehen im Nirgendwo. Ja. Sieht gar nicht gut aus. Batterie ist tot. Klare Sache. Was ist das denn hier für ein Kabel? Unsere Rettung, die neue Jackery Explorer 1500 Pro. So, mit der Jackery Explorer 1500 Pro können wir 230 Volt Geräte bis 1800 Watt Maximalleistung betreiben. Und sie hat trotzdem noch so ein Gewicht. Ich glaube, es sind so 17 Kilo ungefähr, dass du sie easy mit einer Hand hochheben kannst. So, jetzt laden wir mit 21 Watt durch die Energie, die in unserer Jackery Explorer 1500 Pro gespeichert ist, unsere Autobatterie wieder auf. Schuhe aus. Was machen Sie da? Ich habe das Nachtlager gebaut, bis die Batterie aufgeladen ist. Achso, es dauert ein paar Stündchen, ne? Bock auf einen Kaffee? Ja, warum nicht? Zufälligerweise kann die Jackery Explorer 1500 Pro nämlich bis zu zwei Geräte. 230 Volt. 230 Volt, ja. Und dann gibt's noch USB und USB-C. Genau, hier haben wir noch einen Zigarettenanzünder, ein Licht. Eiko hat da eine ganz persönliche Erfahrung. Seht ihr mein Placement. Zwei USB-C Steckdosen mit 100 Watt maximale Leistung. Kannst was? Easy ein MacBook draufladen. Und USB-A mit 18 Watt. Weißt du, was wir nicht haben? Was? Milch. Doch. Echt jetzt? Nee. Und wir geben jetzt auch gerade 1093 Watt aus über dieses Gerät. Und ihr hört? Heftig. Es kocht einfach. Ja, es kocht geil. Und die Lüfter von Jackery sind einfach geisteskrank leise. Wir könnten jetzt immer noch, jetzt haben wir 1000 Watt. Ja. Steht da? Ja, 1087 Watt. Batterie wird geladen. Dann können wir noch 700 Watt extra anschließen, was richtig. Auch immer. Das ist eigentlich der beste Kompromiss. Genau, das ist der beste Kompromiss. Die 1000er ist zum Beispiel für so eine Anwendung, wäre sie jetzt zu schwach. Ja. Weil 1000 Watt ist Maximum. Ja. Ist Maximum. Flexen plus Kaffee kochen. Und dann kannst du natürlich auch über 12 Volt Autosteckdose das Ganze wieder aufladen oder halt über Solar. Aufgeladen wird beim Solar Generator Set mit der Kraft der Sonne. Wir haben hier gerade ein bisschen bewölktes Wetter, wie immer in Norddeutschland, aber haben trotzdem 138 Watt, die wir rausholen können aus dem Solarpanel, was maximal 200 Watt liefert. Das ist wirklich eine Top-Sache. Ja, so tun, als ob wir einen Schwarz trinken. Prost! Ja, wir trinken Kaffee schwarz, wir sind Männer. Der Kaffee ist ausgetrunken, wir können wieder nach Hause und ich kann euch nur wärmstens empfehlen, informiert euch über die neue Jackery Explorer 1500 Pro oder auch gleich über das ganze Solar Generator Set 1500 Pro. Ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen, ich bin absolut überzeugt von diesen Produkten. Es ist alles unter mir in der Infobox oder im ersten angepinnten Kommentar verlinkt. Und sichert euch noch bis 22. Februar 100 Euro Rabatt. Danke Jackery für die Zusammenarbeit und dafür, dass es auf diesem Kanal so weitergehen kann wie bisher.
einfach mal draufgelegt und mit einem Licht dahinter geguckt, aber ich glaube, man sieht es schon relativ gut. Ich werde nochmal mit einer Fühlerlehre gucken, aber ich glaube, der ist komplett gerade. Was jetzt aufgefallen ist beim Reinigen, dass dieser Zylinder ganz schön was abbekommen hat aus irgendeinem Grund. Man sieht hier diese Einkerbung und ich kann mir beim besten Willen nicht erklären, wie das passieren soll. Die lag auf dem Kolben, deshalb hatten wir die ganze Zeit Probleme. Aber Phil, war das nicht der Zylinder mit der Schraube? Das ist korrekt, wir hatten da eine Mutter drin, aber wir haben ihn nicht gedreht. Nee? Nein, wir haben ihn hundertprozentig nicht gedreht. Der Ring von der Kopfdichtung geht dichtet außen da ja gar lang. Nicht. Das ist völlig egal. Wenn man da keinen Lichtspalt sieht, wie soll man dann Fühlerlehre durchstecken? Genau, richtig. Also, nicht planen. Nein. Ich habe noch mal ein anderes Haarlineal gekauft, was nur für die Breite gedacht ist, weil das ist wirklich so abgerundet und da kann man das mit dem Lichtspalt besser nachgucken. Guck mal hier, das ist jetzt die Dichtfläche und ab da fällt er nach außen ab. Das ist nicht so schlimm. So, und jetzt auch nochmal hier. Oha. Da fällt er auch nach außen ab. Seht ihr das? Ich weiß nicht. Also ich sehe es von hier jedenfalls schon. So, hier ist er nur außerhalb der Dichtfläche. Also die Dichtfläche geht, glaube ich... Überprüft das nochmal mit der Fühlerlehre. Ja, er wackelt halt schon. Geht nicht mal mit 10er durch. Nee. Ja, dann komm. Also ich kann es nicht oft genug sagen. Es ist ein BMW, es ist ein sehr langer Zylinderkopf. Mhm. Ja, grundsätzlich einfach plan. Der ist ja sehr lang. Ein V12 hat genauso einen langen Zylinderkopf, so, weißt du? Das heißt, warum haben BMW so viele Kopfdichtungsschäden? Weil der Verzug von hier zu hier über die ganze Fläche, über das ganze Material, über die ganze Länge ziemlich groß sein kann. Also selbst der kleinste, 0,05 geht auch nicht durch. Okay, dann ist gut, Phil. Außerdem darfst du nicht vergessen, wie viel noch die Stehbolzen Auswirkungen auf die Fläche haben. Ja. Das ist unglaublich viel. Das glaubt man gar nicht. Das ist hier alles andere als Motorenbau. So, es ist endlich geschafft. Ich glaube, alle Schrauben sind jetzt lose. Alles ist von diesem Motor abgebaut worden. Da muss ich sagen, vermisse ich gerade Subaru schon stark, weil da gab es einfach einen Stecker für die komplette Elektrik. Und ja, bei BMW kannst du dir aussuchen, ob du entweder alle Pole und andere Dinge sowie Sicherungskasten und so mit rausnimmst. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, den Motor einfach so weit runter zu strippen, bis quasi nichts mehr übrig ist. Das bedeutet allerdings auch, dass es umso lustiger wird, das alles wieder zusammenzubauen, weil ja, ein paar habe ich beschriftet, ein paar Schläuche und so nicht, aber ich bin mir sicher, wir als Community kriegen das schon wieder zusammen. So, das Problem war, dass sich der Motor am Lenkgetriebe verhakt. Meine Lösung war jetzt ein Spanngurt, weil ich hier heute forever alone bin. Jetzt müsste er rauskommen eigentlich. So, ich bin hier in der Pause gerade mal am Video von Eiko gucken und es kommen immer wieder Kommentare von wegen, frag doch Phil, ob er sich die Halle mit dir teilt. Er bezahlt bestimmt ein bisschen was für Strom. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich echt dazu äußern muss, aber es kommt immer wieder und ich will es ein für alle Mal zumindest bei meiner Community aus der Welt schaffen. Das werden nicht alle sehen, aber trotzdem, ich bezahle in dieser Halle nicht nur Strom. Ich bezahle für diesen Platz, wie er hier steht, 300 Euro brutto, nur damit die Gerüchte mal aufhören, es war ein Witz von Max. So, das Öl wird jetzt auch einmal abgelassen. Warte, was hast du gerade gesagt? Eine halbe Gleitschiene? Ja, da guckt man doch als erstes gerne rein in den Öl-Pickup, ne? Guck mal, was da alles drin hockt. Dichtungsmaterial, eine kleine halbe Gleitschiene oder viele Gleitschienenstücke. Alter! Ja, oh, jetzt sehe ich's. Ja. Wo kommt das Zeug denn her? Weil jemand unsauber gearbeitet hat. Das ist hartes Plastik, ne? Ja. Ja, das ist Gleitschiene. Digga. Ein Ohrring. Ein Ohrring! Geil. Sag mal einer, dass die BMW-Motoren nicht viel überleben. Ohrring in der
Wie heißt das Ding? Knapp. Das Video heißt knapp am Motorschaden vorbei. Oh ja, das war knapp. Ja, hier sehen wir jetzt auch den Grund, warum wir nicht die Pläue machen müssen. Ja, das wir gucken ich jetzt hier mal rein. Die sind auf jeden Fall richtig. Was mich beeindruckt, ist die Kolbenbolzenbohrung, wie groß die ist. Ja. Wenn du das so im Verhältnis zum Kolben siehst, das ist echt schon gut. Amtlich. Wie weit gehst du in diesem Video? Ich weiß noch nicht. Testest du die Limits jetzt aus? Mal einen Kolbenring runternehmen. Kolbenringe willst du ja eh machen, ne? Nein. Ach so. Ich wollte einfach nur mal das Bläulagerspiel jetzt angucken. Ach so. Stichprobenartig und bei einem. Mal den Kolben angucken, ne? Wie verschlissen der ist und Laufbahn und so weiter, ne? Will? Ja, klar. Noch einmal durchhauen? Sloppy hauen? Nein, auf gar keinen Fall, Alter. Warum nicht? Ich übertreib mal nicht. Ein bisschen Kreuzschliff nochmal machen. Dem geht's gut. Will. Dem geht's nicht gut. Ich habe die Zylinderlaufbahn schon gesehen. Okay, wir drehen. Da. Ja, ist ein bisschen Rost. Also es ist doch ehrlich einfach ein bisschen Korrosion. Ja, ist ein bisschen Korrosion. Kommt bestimmt durch die Standzeit. Sowas deutet meistens auf einen abgenutzten Zylinder hin, der schon frei geworden ist. Und dann wird's teuer. Schleift sich frei, alles gut. Ja, gut, Never change a winning team. Schreibt jetzt in die Kommentare, der Motor wird ja jetzt nicht in den nächsten zwei Sekunden wieder rein. Du changed ja schon das winning team, indem du jetzt hier Kolben Pleuel ziehst und keine Ahnung. Nee, mach ich nicht. Kolbenring Stoßspiel ist dir egal. Ja. Ist dir egal. Ja. Obwohl du jetzt Ladedruck raufknallst und die Temperaturen steigen. Ja. Es gibt Leute, die machen nicht mal die Verdichtungsreduzierung und sind glücklich. Warum können wir nicht glücklich sein? Ja doch, mach das einfach. Da wird schon passen. Wird schon passen. Die Kolbentemperaturen werden schon nicht höher sein als im Saugerbetrieb. Alles gut. Das sagst du so sarkastisch. Hat er eigentlich Ölspritzdüsen? Ja, hat er. Hat er? Kolbenbodenkühlung hat er. Geil. Ventilschaftdichtung. Ich guck aus? Jetzt wie. Ventilschaftdichtung? Nein. Willst du nicht machen? Nein, es ist doch alles okay. Qualmt der im Kaltstoff? Nein, der qualmt immer weiß, weil er Kondenswasser drin hat. Wir ziehen einen Kolben. Ja, Eiko hat mich überzeugt. Ihr könnt es trotzdem in die Kommentare schreiben. Beziehungsweise, das ist unser Stichprobenkolben. Da sitzt ein bisschen fest drauf. Ja, genau. Ja, schön. Guck mal. Jetzt kannst du die schon rausdrehen. Das ist so betreutes Schrauben hier. Okay. Ja. Jetzt. Das ist noch nicht die Lagerschale. Nein, die ist auf der Kurbelwelle. Die ist drauf, ne? Das sieht aber auch schon spannend aus. Interessant aus. Ja. Okay. Ist gut. Das können wir ich will Kolben sehen. Die Leute wollen auch den Kolben sehen. Oh, das ist das Pleuel. Geil ist das Fett. Das ist wirklich fett. Das ist richtig gut. Wow. Guckt euch das an. Und schön kurz, ne? Das ja. Kann gar nicht verbiegen. Dafür sind die Kolben, sehen richtig nach Trecker aus, muss ich sagen. Das ist die, die ein bisschen mehr Belastung kriegt. Guck jo, mal rauf. Alter. Guck mal rauf. Ja. Die muss neu, oder? Ich muss sagen, so viele Lagerschalen habe ich noch nicht gesehen, aber die können wir gleich mal uns angucken. Hm? Hast geil. Du ja markiert, ne? Ja, habe ich markiert. Papa Eiko. So, wie sieht das Kolbenlaufspiel aus. Wie sieht das Kolbenhemd aus? Alter, hier ist voll die Verkokung Ölkohle, drin. Ölkohle, ne? Deswegen verbraucht er wahrscheinlich auch ein bisschen Öl. Weiß ich nicht, bin nicht so viel gefahren damit. Wir spielen Fehlerlehre, Doktorspiele. Nochmal Props an die Autohändlerin. Ohne dieses Tutorial wären wir nichts. Und dann wird's teuer. Also 0,05 passt gerade so rein beim oberen Ring. Das ist doch toll. Also das Verschleißmaß, davon ja, genau. Spricht Phil gerade. Da passt 0,05 auch gerade so rein. Dann sagen wir mal, dass das gut ist, weil Phil hat nämlich keine Fehlerlehre, die in Hundertstelschritten ist, ne? Ne, habe ich nicht. Ja. Aber ja, es passt gerade so rein, also 0,065 würdest du hier, glaube ich, nicht reinbekommen bei dem. Und bei dem oberen würdest du 0,06 wahrscheinlich, also 0,06 wahrscheinlich auch nicht reinkommen. Das heißt aber auch nur, dass der Kolben nicht verschlissen ist. Schön, ne? Ein paar kleine hat er, ne? Aber das ist, Phil, das ist alles im Rahmen. Oh Gott. Das sieht viel aggressiver aus. Als du das gemacht hast? Ja. Echt? Weiß nicht. Also wie der sich gebogen hat gerade. Ja, so habe ich das bei meinen Mofas damals auch gemacht. Ja, ne? Ja, genau so. Schleift sich frei, alles gut. Warum Sie mit? Arbeite ich eigentlich? Ich weiß es nicht. Du hast weiße ja, Schuhe. Ja, weil ich diesen, ich mag Jacke. Das, wie ich in meinem Video schon gesagt habe. Ich finde diesen Content toll. So, wir haben hier noch ein bisschen Öl drin, alles ist gut. Das ist nicht so gerade wie ein Messschieber. So. 0,5 ist Höchstmaß. 5 Zehntel bitte einmal. Nee. Geht nicht, ne? Nee. Der schön. Verschiebt sich. 0,45 vielleicht. Nee. Nein. 0,4 hat er. Das ist im Toleranzbereich. Das heißt, wir sind ganz weit entfernt von der Verschleißgrenze. Richtig. Also aber ich habe schon Grundwerte mal in Erfahrung gesetzt. Okay, wann das?
In meinem YouTube-Studium. Ah, okay. Motorenbau-YouTube-Studium. Ja, okay. Und? Habe ich in der Abendschule bin ich da. Und bei Boosted Applications, ne, da geht man manchmal hoch bis auf 1 Millimeter. Aber das ist dann wirklich für Dinger, die viel Temperatur machen, viel Ladedruck. Weil du hast halt lieber also Verbrennungsdruck, der ins Kurbelgehäuse geht. Ja. Lieber das, als dass der sich, das ist nämlich das Problem, dass der sich irgendwie hier zwischen den Kolbenring fängt. Mhm. Deswegen sollte das zweite hier, der zweite Ring, auch immer ein bisschen mehr Spiel haben. Man denkt natürlich, der obere sollte mehr Spiel haben, weil er mehr Temperatur kriegt, aber eigentlich sollte der mehr Spiel haben, damit sich der Druck vom Verbrennungsdruck hier zwischen nicht fängt. Ja. Weil dadurch kriegst du ganz schnell einen Stegbruch. Aber an sich sieht das ja alles gut aus. Ne? So in der vagen Hoffnung, dass meine Lagerschale doch besser ist, als sie aussieht, habe ich hier dieses lustige Plastigage-Set. Man sieht ihn fast nicht auf der Kamera, weil er perfekt im Licht ist. Da seht ihr ihn. Das ist so ein kleiner Plastikstrich. Jetzt kommt der Lagerbock wieder drauf und dann kann man messen. Festgezogen mit meinem neuen Drehwinkelmesser. Jetzt können wir uns die Plastigage angucken, indem wir es einfach wieder lösen. So, jetzt stopp. Da sieht man, dass man 0,051 hat, aber es wird halt einfach deutlich breiter. Da sieht man es jetzt, das geht echt bis zum Ende vom Streifen. Sehr interessant. Heute haben wir viel herausgefunden. Ich benötige neue Lagerschalen, aber keine neuen Kolbenringe. Tatsächlich habe ich das Ding einfach falsch gelesen. Das Lagerspiel ist in Ordnung. Oh Mann, Alter. Ja, heute ist viel passiert, Leute. Der Motor ist draußen. Wir haben uns so einen Kolbenmarken geguckt und sowas. Haben unser Pleuel-Lagerspiel getestet. Haben den Kopf da hinten komplett abgeschliffen. Ja, schreibt jetzt eure Meinung zu meinen nicht neuen Kolbenringen in die Kommentare. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr sehen wollt, wie ich dieses Schlangenwirrwarr wieder zusammenbaue. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und ich freue mich, dass es jetzt Richtung Turbo-Umbau geht. Ich bestelle jetzt neue Lagerschalen für den Kleinen. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn es wieder an den Zusammenbau geht. Und Ölwanddichtung, Philipp, im Schnitt. Bestell die Ölwanddichtung neu. Schaut bei Eiko und Max vorbei, auch wenn die nicht so wirklich am Schrauben sind. Aber könnt ihr trotzdem mal vorbeigucken. Ne? Vergesst nicht den Jack Resale. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.